Du sollst auch arbeiten. Gut, danke. Dann noch Krampfen, Buben. Gut. Sehr gut. Der tausendjährige Drachentempel. Die Leute kommen ins Kloster, sind enttäuscht, dass es ein altes Bauernhaus ist. Sie wollen eine Klosteranlage, eine grosse Tempelglocke und suchen den tausendjährigen Drachentempel in der Schweiz. Ernsthaft, in der Schweiz. Haben wir schon so viel Kung-Fu-Filme nicht geschaut und leben in einer Fantasie. In einer vaterlosen Gesellschaft suchen wir das Vergnügen. Suchen immer eine Mami, die uns sagt, wie gut dass wir sind und uns Brust gibt. Ein tausendjähriger Drachentempel. Ein Stein nach dem anderen. Der Keller von dem kleinen Kloster muss renoviert werden. Wo sind die 1000 Mönche und 100 Novizen? Niemand will arbeiten. Alle wollen sich selber finden und sitzen blöd umeinander. Spielt mit Körper und Geist. Aber nichts passiert. Der tausendjährige Drachentempel. Eins nach dem anderen. In einer vaterlosen Gesellschaft wissen wir nicht, woher. Mütter und Väter. Was bringen dir die Kinder bei? Tun wir sie aufs Leben und Sterben vorbereiten. Väter. Es ist eure Verantwortung, dass die Kinder lernen zu sterben. Oft weiss man nicht, wo man hergehört. Wir haben keine Familie, wir wollen selber kein Kind, weil wir Angst haben vor der Verantwortung. Gefangen im Selbstgenuss. Ihr wisst, ein wahrhaft sinnvolles Leben geht nur, wenn man am Willen vom Vater gehorcht. Aber das ist nicht einfach. Der Vater ist streng, weil es ist nicht der Weg von der Bequemlichkeit, es ist der Weg vom Opfer. Am Vater seine Bestätigung muss man sich erarbeiten, muss sich beweisen. Ist nicht um Schuss. Und wenn man gegen den Willen vom Vater geht, geht das Tor zur Hölle auf. Man muss lernen, gehorchen. Dann kann man selber Vater werden und bestimmen. Mit einem klaren
und starken Willen. In einem tausendjährigen Tempel, der Drachentempel in der Schweiz. Stein für Stein. Eins nach dem anderen. Thank you.